So, Moment, hören mich alle gut? Ja, ich glaube ja. Ich bin Viola Reise. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und wie schön, dass wir zusammen sind. Mein erster Gedanke, als der Boris mich angesprochen hat, möchtest du für die TGM im Gasteigen Vortrag halten, dachte ich, super, mache ich total gerne. Und mein zweiter Gedanke war aber, bin ich besonders genug, ist das, was ich über Design und Brand, das, was ich mache, zu sagen habe, denn überhaupt besonders? Und was ist besonders und wer entscheidet das überhaupt? Und um Antworten darauf zu bekommen, ist der Prozess ganz ähnlich bei Personen, um herauszufinden, sind die jetzt irgendwie besonders, und bei Brands ist es ja sehr ähnlich. Es beginnt mit einer Selbstreflexion erstmal. Wer bin ich und was zeichnet mich aus? Und das am liebsten authentisch, denn weder eine Person noch ein Brand heutzutage mit der Kreuz- und Querkommunikation kommt sehr lange davon, wenn es nicht authentisch ist. Das durchschaut man recht schnell. Und um dann herauszufinden, ob das Beschreibende dann irgendwie außergewöhnlich ist oder vielleicht sogar relevant für andere Leute, dafür muss man sich vergleichen lassen, dafür muss man in den Dialog mit Menschen gehen, denn die werden dann beurteilen, im Vergleich zu dem oder zu das, Person wie Brand, empfinde ich das als besonders oder auch nicht. Und so beginnt auch meine Reise hier mit Be Yourself, Everyone Else is Already Taken von Oscar Wilde. Und dachte, am heutigen Abend kann ich ja Reiseeinblicke gewähren. Das heißt, ich beginne mit einer kurzen Beschreibung, wer ich bin und was ich glaube, was mich besonders auszeichnet. Dann wird es geben eine Reiseinspiration, wer oder was hat mich auf meiner Reise beeinflusst. Dann gehen wir über zu Reiseorten, Stationen, an denen ich Halt gemacht habe. Und dann gibt es so einen kleinen Reisemittelpunkt, so eine Reflexion, so ein Revue passieren nach einer gewissen Zeit. Danke. Und dann zu guter Letzt, was hat es eigentlich mit Branding zu tun? Denn das ist das, was ich mache. Welchen Bezug hat das dazu? Voilà, Viola, das bin ich, c'est moi. Sie entschuldigen bitte, mein Arbeitstag ist zu 99% auf Englisch. Deshalb wird die Präsentation so ein bisschen gemischt sein und ich auch so ein bisschen zwischendrin Denglisch sprechen. I am a designer. I'm a brand strategist. Und wenn Freunde oder Leute mich fragen, was genau ich mache, und ich habe mir überlegt, wenn ich einen Hashtag hätte, dann wäre da sowas wie, ich bin ein Brand Whisperer. Ich helfe Brands herauszufinden, wer sie wirklich sind, was an ihnen besonders ist, von den besonderen Sachen, was ist das, was außergewöhnlich ist, who's the killer in the thriller, also worum geht's, was ist eigentlich die Lösung. Und das Letzte, dann helfe ich Ihnen herauszufinden, was Sie tun müssen, um auch relevant zu sein. Was ganz beschreibend für mich ist, I need to understand. Das ist wahnsinnig stark. Mein Gehirn sammelt ständig irgendwelche Informationen. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Und diese Informationen, die müssen irgendwo hingepackt werden. Ja. Deshalb, I like to see the bigger picture. Ich versuche immer, Informationen in größeren Kontext zu bringen, damit es eben aufgeräumt ist, damit es in meinem Gehirn einigermaßen ordentlich aussieht. I love dealing with people. Ich finde es wahnsinnig spannend, Menschen zu beobachten, herauszufinden, auch warum sie die Dinge tun, die sie tun. Und in Bezug auf Brands, I believe a brand is an honest promise. Design needs to be authentic, to be trustworthy. Und trust is the foundation of any good relationship zwischen Menschen, aber auch zwischen Menschen und Brands. Und auf das I need to understand muss ich nochmal eingehen. Deshalb heißt der Vortrag auch Who's the Killer in the Thriller. Ich bin schon immer absolute Krimi-Tante gewesen.
Ich liebe Rätsel. Und was für mich tatsächlich ganz wichtig ist, ganz am Anfang schon herauszufinden, ich rate immer bei allem mit, ja, und versuche die ganzen Indizien zu lesen. Who's the killer in the thriller? Und ich will es jetzt. Ich kann nicht warten, bis der Film, das Rätsel oder so aufgelöst und fertig ist. Und warum? Weil sonst sieht es so ungefähr in meinem Kopf aus wie auf dieser Seite. Und wenn ich das herausgefunden habe schon, dann ist alles gut. Dann kann ich meine Arbeit machen, weil dann weiß ich, wie der Hase läuft. Ja. Und nebenbei, also außerdem schreibe ich noch, habe ich zum Beispiel diesen Wallpaper City Guide für München geschrieben, ein Reisebuch. Dann tatsächlich schreibe ich für einen Reiseblog, für Spotted by Locals, ein großer internationaler Blog, sehr beliebt, mittlerweile sogar beliebter als zum Beispiel Lonely Planet. Und ich bin absoluter Taste-Nerd und habe eine komplette Obsession, was eben Geschmack angeht und was mit Kochen und Backen zu tun hat. Und eigentlich habe ich angefangen, einen Kochblog zu schreiben und wollte das auch beruflich machen. Und dann bin ich doch von einem interessanten, in ein interessantes Jobangebot gekommen. Und dann habe ich das ein bisschen nebenbei liegen lassen. Aber ich habe jetzt doch so viel Arbeit, dass das leider so ein bisschen hinten runtergefallen ist. So, und jetzt sind wir bei der Reiseinspiration, bei den Einflüssen. Und da möchte ich als allererstes meine Mutter anbringen. Das ist meine Mutter, eine Smart Working Mom, habe ich das mal getauft. Und zwar war sie Programmiererin in den 60er Jahren, als Telefunken Computer hergestellt hat. Da hinten sieht man zwar Fernschreiber, aber das da hinten ist so eine TR4, ein Großrechner, den meine Mutter mitentwickelt hat und mit dem sie gearbeitet hat. Und warum hat mich das beeinflusst? Es hat mich insofern beeinflusst, dass für mich Mathematik und Technologie jetzt nicht so Männerdomänen sind. Ja, schon mal. Ja, das, ich war zum Beispiel auch, obwohl ich Kunst-LK hatte, auf einer mathematischen Schule. Also das waren für mich immer Dinge, die sich nicht ausschließen, sondern eigentlich so im Dialog ziemlich gut ergänzen. Ich muss sagen, meine Mutter tickt komplett anders. Die ist mathematisch, abstrakt, prozessorientiert und ich denke in Bildern. Ja? Aber eben der Austausch zu Themen immer mit ihrer ganz anderen, sehr klaren Perspektive und dann eben mein bildliches, das ist ja einfach nicht so, ein Bild funktioniert halt von allen Seiten gleichzeitig und Zahlen und Prozesse funktionieren nacheinander. Das war, diese Kombination hat mich ja wirklich mein ganzes Leben lang begleitet. Und eigentlich wollte ich Journalistin werden und dann ist Folgendes passiert. 1993 haben wir Kabelfernsehen gekriegt. Ich habe den Fernseher angemacht, ich habe MTV eingeschaltet und was ihr gesehen habt, es ist so passiert. Ich habe mich so gefreut, dass die endlich da draußen zuschütten und habe das angemacht und dann habe ich das gesehen und diese Bumpers, das sind zwischen den Musikstücken die Animation, ich habe das gesehen und ich habe noch nie sowas gesehen und ich wusste, das will ich machen, ich möchte Design studieren und habe den Journalismus sein lassen und habe dann auch Kommunikationsdesign studiert in Konstanz bei Michele Baviera, natürlich auch anderen Professoren, warum ich jetzt ihn hier anbringe, ist, weil eben auch er dieses sehr analytisch prozessorientierte in Kombination mit dem Bild einfach sehr gut vereint hat. Was soll gesagt werden, an wen? Und dann kann ich mir überlegen, in welchem Medium kann ich das machen? Und dann fange ich an, es zu gestalten. Und nach meinem Studium wollte ich unbedingt, der Michele Baviera war Student und langjähriger Mitarbeiter von Josef Müller-Brockmann. Deshalb habe ich auch dieses bisschen Swiss Typography Background und so Corporate Design und Branding. Dieses Klare kommt von dieser Schule. Und dann sind wir bei den Reiseorten. Ich wollte in die Welt, ich wollte unbedingt nach London und habe das getan mit diesem CV. Da ist jetzt der Effekt, weil es vorne auf war. Nochmal von vorne. So. So, diese Arbeit zeige ich jetzt erstens, damit ihr mir so ein bisschen rausfindet, wie ich ticke, aber auch, weil
da finde ich tatsächlich, dass das schon für mich echt was Besonderes ist. Der ist nämlich über 20 Jahre alt. Mein allererster CV, also die erste Version, ist eben von 97 oder so. Und den hole ich dann immer noch gerne hervor. Ich habe jetzt gelesen, dass ab Dezember supported Acrobat nicht mehr Flash. Also genau, bis Dezember kann ich den jetzt so noch zeigen. Das waren so typische Looks, wie ich damals aussah in Konstanz. In Konstanz bin ich im auch geboren. Dann in London war es dann ungefähr so und zwischendurch war ich dann auch mal in Barcelona, da hat es tatsächlich geschneit, das war sehr unglücklich. Und ach, das waren jetzt hier mal so ein paar spielerische Geschichten. Genau. So. Und apropos London und Barcelona, ich war insgesamt 7 Jahre in London und zwischendurch kurzfristig auch mal ein paar Monate in Barcelona. Und dort ist die erste Arbeit entstanden, die ich zeigen möchte. Die ist auch schon sehr alt, aber sie zeigt eben ganz gut, wie ich ticke. Und zwar eine gute Freundin, die Rosa Maria Costas, die war schon ein halbes Jahr in Barcelona und ich in London. Dann haben wir uns getroffen und haben darüber geredet, was für Erfahrungen wir haben und wie toll wir das finden. Und nach einer halben Stunde haben wir uns angeguckt und haben gesagt, wir sagen doch jetzt genau das Gleiche. Aber wir reden von zwei komplett unterschiedlichen Orten und sie ist eine feurige Spanierin und ich bin so die kühle Nordische. Dann dachten wir auch, und wir sind dann auch noch ganz unterschiedliche Menschen und das hat uns interessiert. Und dann haben wir angefangen, gut, das ist ein besonderer Ort für uns, der uns ein besonderes Gefühl gibt und das versuchen wir mal zu beschreiben. Und damit es nicht komplett aus unserem Feld oder aus unserem aus unserer Perspektive hervorkommt, haben wir Fragebögen verteilt an Freunde, die in London und Barcelona gewohnt haben und haben unter anderem auch gefragt, mit welchen Farben assoziierst du die Stadt. So ist dann dieser Farbcode entstanden. Genannt haben wir es Herz und Nieren, weil wir die Städte auf Herz und Nieren geprüft haben und das ist der Code für London und das war der Code für Barcelona. Und den haben wir dann noch unterteilt in 7 verschiedene Bereiche. Ich zeige es mal hier an London. Der erste steht für die Architektur, der zweite für Natur, dann jede Stadt ist am Wasser. Das nächste sind dann die Menschen, kribbeln, Bauch, das Lachtleben, die schwarzen Sachen, die man nicht so schätzt in der Stadt und dann das Rote für das, was man liebt und wir haben den Titel gegeben, die auch dazu passen, also kribbeln im Bauch wäre das Nachtleben, ran an die Nieren gehen die Dinge, die nicht so toll sind und Hand aufs Herz sind dann die Sachen, die man schätzt. Da die Stadt eigentlich wie so ein Freund ist, mit dem man sich gut versteht, allerdings dann auch ja, ein Ort ist, den man ganz unverschämt konsumiert, haben wir dann zu jedem von diesen Rubriken Booklets gestaltet und auch Texte dazu geschrieben, die auch ein bisschen auf diesen Fragebögen basiert hatten und hatten verschiedene haptische Dinge eingesammelt, zum Beispiel Mülltüten. Also man kriegt auch in London für jedes Ding, zu dem Zeitpunkt zumindest noch, eine Tüte und haben das dann jeweils in Tüten zum Konsumieren verpackt. Und das wäre dann die Verpackung für London und die für Barcelona. Und das ist auch eine Arbeit, die in London entstanden ist und die auch so ein bisschen zeigt, wie ich ticke. Dann merkt man nämlich auch, welches Problem bei den Sachen ich immer hatte. Das ist eine Firma, die Beschläge und so Armaturen herstellt und das Briefing ging genau eine Stunde. Der Kunde war da und dann sollte es praktisch eine Visual Identity geben und dieses zwischen den Zeilen lesen und sich immer reinversetzen, ohne dass man eigentlich wirkliche Informationen bekommt, um was es geht. Das hat mich total nervös gemacht. Puh, okay, um was geht es jetzt hier? Who's the killer in the thriller? Okay, es geht vielleicht darum, wie sie diese Produkte benutzt werden. Und dazu habe ich diese Illustrationen angefertigt, habe meine Hände gefilmt und die dann überzeichnet. Und das oben links zeigt die Bewegung einer Türklinke. Ich wollte auch so das Menschliche ein bisschen reinbringen. Dann links in der Mitte Seifenspender. Das unten ist ein Kleiderständer. Oben ist so ein Türknauf, den man dreht. Das andere ist so eine Stange, die man von hinten greift. Und das andere ist so eine Broschüre oder so ein Folder, den man aufmacht. Und das hat dann Einzug gefunden in das Advertising zum Beispiel. Oder hier Stationery, also eine Hand, die praktisch die Bewegung, wenn sie schreibt, auf dem Compliment-Slip da oben rechts. Oder die Broschüre, die dann sozusagen auch die Bewegung von einem Gegenstand zeigt. Und ein anderes Projekt, was mir auch sehr wichtig ist, was ich finde jetzt schon ganz schön geworden ist,
aber auch das totale Chaos. Also das ist ein Softwarehersteller, die Programme für die Baubranche machen, für Architekten und Ingenieure, weil die sehr viel zu definieren haben. Und da sollte es ein Logo, ein komplettes Corporate Design geben und dann auch das Branding von den zum Beispiel Splash-Screens. Also jedes Produkt hatte eine CD-ROM und das dann aufgepoppt. Und es sieht jetzt so schön ordentlich aufgeräumt auch das Interface. Aber das war Kraut und Rüben. Also die kamen dahin mit ihrem Zeug, so bitte jetzt hier machen. Und die Namen, das hat alles keinen Sinn gemacht. Und die ersten Wochen war ich eigentlich nur damit beschäftigt, denen irgendwie zu sagen, also so kapiert man es gar nicht. Und das war, muss man sagen, auch sehr intensiv und sehr anstrengend. Hat natürlich aber auch Spaß gemacht. Aber auch da habe ich gemerkt, also was das so mit mir tut, mich immer da so intensiv damit zu beschäftigen, um da irgendwie eine Lösung rauszukriegen und ich kriege überhaupt keine Informationen. Und das waren eben so verschiedene Anwendungen, Advertising und eben dann auch die Guidelines. Und das Schöne an dem Projekt war, das war mein letztes Projekt in London, ich habe danach gekündigt und als ich das der Projektverantwortlichen gesagt habe, ist sie fast in Tränen ausgebrochen und hat zu mir gesagt, du kannst nicht gehen, du bist die Einzige, die versteht, wer wir sind und auch die ganze Firma kennt. Und ich fand das wahnsinnig schön, aber auch wahnsinnig traurig, weil in der Gestaltung sind diese ganzen Sachen mitgeschwungen, aber es wurde nichts hergeleitet, es wurde gar nichts definiert, auch für die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Ja? Also klar sehen diese Dinge, aber die haben gar nicht ein Gefühl für den Ort, wo sie arbeiten. Und auch da habe ich eben gemerkt, dass es das was, ja, finde ich unbefriedigend. Und dann bin ich nach München gezogen und da zeige ich noch zwei kurze Arbeiten. Auch da ging es eigentlich nur darum, Saftetiketten für diesen Fruchtsafthersteller zu machen. Wir haben wahnsinnig viele unterschiedliche Entwürfe gemacht und eigentlich auch kein Briefing. Es ging gar nicht darum, wer ist die Firma und was wollen wir damit, sondern bitte macht einfach schöne Etiketten. Und dann war es für mich so ein bisschen dieses, okay, der Moment der Sinneserfahrung, wenn ich trinke, so, ne, dass ich vielleicht denke, ich bin dadurch in einer anderen Welt. Und dann stand für mich eben so dieser Punkt, was ist das Besondere an dem Moment, diese sinnlichen Traumwelten. Und das ist dann, die sind dann so entstanden. Die Etiketten habe ich gemeinsam mit dem Xaver Sedlmeier gemacht. Und das ist zum Beispiel so eine erste Malerei, wie die Idee aufgekommen ist. Und das sind die Etiketten. Und die Straßenbahn fährt in dieser Form durch Augsburg. Und dann war für mich also wirklich also der Drang so stark, irgendein Modell oder irgendeinen Prozess zu haben, wo ich diese ganzen Informationen, die ich normalerweise mir immer so ein bisschen ja, rausziehen muss, also den Kunden ganz konkret dazu zu fragen und immer so eine Phase davor zu machen, die dann auch bezahlt wird. Denn Designer leisten unglaublich viele Dinge sehr oft intuitiv oder durch Einlesen von der Webseite, weil gewisse Dinge gar nicht definiert sind. Und ich hatte wirklich diese Sehnsucht, das ist einfach für mich, genauso wie ich es erklärt habe am Anfang, who's the thriller in the killer in the thriller, für mich irgendwie zu sortieren und hinzupacken. Und dann habe ich mal angefangen, verschiedene Modelle und Dinge auszuprobieren, die dann auch bezahlt worden sind, glücklicherweise. Und auch hier sieht man Wettbewerbsanalyse. Also ich kann helfen, den Firmen herauszufinden, wer seid ihr und was macht euch besonders. Aber wie außergewöhnlich das jetzt ist oder nicht, das entsteht, wenn man es zum Beispiel mit der Konkurrenz vergleicht. Ja. Und da sind dann diese Arbeiten unter anderem entstanden, die Webseite für die. Und genau, und dann sind viele Jahre vergangen und es sind natürlich ganz hübsche Arbeiten, es ist viel entstanden. Aber es hat echt viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Und ich habe mich an dem Zeitpunkt gefragt, warum muss das immer so intensiv und so anstrengend sein? Liegt es daran, dass es keine Struktur gibt, wie man die Information, die eigentlich nötig wäre, um zielgerichtet zu arbeiten, dass es die nicht gibt? Oder liegt es vielleicht auch an mir? Habe ich mich ein bisschen in mich hineingehorcht und habe dann herausgefunden, dass ich HSP bin, also Hochsensibilität. HSP steht für Hochsensibilität. Weiß jemand, was das ist oder hat schon mal davon gehört? Ich sehe Leute, die nicken, weil selber oder jemanden kennen. Ja,
Genau, also ich erkläre mal, was es ist. Es ist ein Begriff aus der Psychologie und wird sehr seit den 90er Jahren erst erforscht. Es ist recht früh, denn C.G. Jung und Freud, die das eigentlich maßgeblich beeinflusst haben, ist schon sehr lange her. Und es beschreibt Menschen mit einer niedrigen Reizschwelle der bewussten Wahrnehmung. Das heißt, wo bei vielleicht normalen, in Anführungszeichen, Menschen, dass die Wahrnehmung noch so im Unterbewussten bleibt und dort auch verarbeitet wird, ohne dass man es merkt, ist es bei Hochsensiblen, gehen die Wahrnehmungssignale super schnell ins Gehirn und müssen dort verarbeitet werden, sonst gibt es da Stau. Und man schätzt, dass ungefähr 15-20% der Menschen hochsensibel sind. Und warum sage ich das jetzt an dieser Stelle? Weil es einen viel höheren Anteil in kreativen Berufen gibt und ich in meinem Umfeld durch meinen Beruf auch sehr viele davon kenne. Und ich sage es auch, weil es tatsächlich für meine ganzen Prozesse und wie ich arbeite sehr wichtig war, das zu verstehen, wer bin ich und welche Strategien kann ich für mich entwickeln, um einfach ein bisschen besser durch die Projekte zu kommen, ja, dass es nicht ganz so viel Herzblut kostet. Also Vor- und Nachteile der HSPs sind, sie sind sehr empathisch und haben sehr gutes Einfühlungsvermögen. Eben diese erhöhte Wahrnehmung mit allen Sinnen, können gut schmecken, riechen meistens, haben eine sehr gute Denkfähigkeit, da herausragend, Erfindungsreichtum, sehr gute Intuition, sehr viel Engagement. Sie wollen verstehen und verstanden werden, hallo. Aber Nachteil ist, diese Leistung kann nur abgerufen werden, wenn sie entspannt und mit sich im Reinen sind. Und diese permanente Reizüberflutung, die führt eigentlich sehr oft zur Systemüberlastung. Und HSPs sind Zeitlegastheniker. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, wir gucken. Zum Beispiel wichtige Entscheidungen sollten von hochsensiblen Menschen nicht abends gemacht werden. Und diese Menschen brauchen Strategien, um gezielt durch den Tag und durch Projekte zu kommen. Und ein anderer Grund, warum ich es gesagt habe, ist, dass ich das immer noch empfinde, dass im Design-Business schon immer noch viel Druck, viele Überstunden und wenig Geld herrscht und dass in dem Kontext halt oft meiner Meinung nach zu wenig über Mental Health gesprochen wird. Und genau, jetzt sind wir bei Reise Branding und den Bezug auf Brand Strategy. Nachdem ich dann diese Sehnsucht hatte, ein Modell zu finden, mit dem ich diese ganze Information sammeln und ordnen kann, hatte ich zwei Schlüsselerlebnisse. Einmal habe ich ein Buch von einer sehr bekannten Agentur gekauft. Das war sehr teuer, das Buch. Und es ging darum, wie die besten Branding-Agenturen Deutschland und Europas arbeiten. Und ich dachte mir, wenn ich das Buch gelesen habe, dann weiß ich, wie es geht. Ja? Und die erste Erkenntnis war, nein, weiß ich nicht, meine Erkenntnis war, okay, du musst deinen eigenen Weg wohl finden, denn links macht was ganz anderes als rechts und links lästert über rechts und umgekehrt, so kann man das ja nicht machen. Okay, also wenn es um Branding geht, musst du deine eigene Meinung bilden. Und dann, das zweite war Brand Strategy, also wie entwickle ich deine Strategie daraus? Und dann habe ich einen Kurs in London gemacht und dachte so, hey, super. Dann, also ich hatte dann schon so ein Modell gefunden, mit dem ich jetzt auch arbeite. Und dann dachte ich, klasse, dann können wir mal so Modelle vergleichen und Prozesse und wie wir damit umgehen und so. Und von den 4 Tagen war die Erkenntnis einfach nur, man muss strategisch denken und das sind unsere schönen Arbeiten, die wir damit gemacht haben. Und das hat mich sehr enttäuscht und deshalb ist ein Teil davon eben zu zeigen, wie ich also Brand definiere und wie ich strategisch, welches Modell ich benutze, um das, was ich vorhin gesagt habe, zu erarbeiten. Und so setzen wir das auch in der Agentur um, in der ich arbeite. Ich arbeite für Design Affairs. Wir sind vor 2 Jahren von Accenture gekauft worden und gehören zu Accenture Industry X. Und jetzt denken vielleicht einige und ein paar von unseren Kollegen dachten es sicherlich auch, oh Gott, ja, jetzt werden Designer von Consultants gekauft. Aber wie wir ja vorhin schon gehört haben in meinem Vortrag, ist es nicht schlecht, wenn da Leute sind, die auch so auf Strukturen und Zahlen mal gucken. Weil wenn das irgendwie zusammenkommt, dann kommen eigentlich oft sehr gute Sachen raus. Und Design Affairs ist eine ausgezeichnete Strategic Design Consultancy und we explore, imagine and prototype product visions. Design Affairs kommt eigentlich aus dem Produktdesign, aber so wie sich Produktdesign verändert hat,
User Interfaces, IT, Experiences, Product Experience, hat es eben auch sehr viel mit Branding zu tun. Wir haben Studios in München und Shanghai und mehr als 100 Leute unterschiedlicher Richtungen. Und besonders schön für mich, ich bin im BRS Department, das ist das Brand Research und Strategy Department. Und es ist so schön, weil diese Phase wird vom Kunden bezahlt. Man kann so richtig schön sich klar machen, was man eigentlich will. Who's the killer in the thriller? Und daraus dann ein Konzept entwickeln. Und das mache ich auch immer noch sehr gerne gestalterisch. Und also für mich ist, a project is only as good as your understanding of it. To brand is to understand. Ja, to brand is to understand. Man muss den Kunden verstehen. Dann super wichtig, man muss den Kunden verstehen. Das Zweite ist, man muss dem Kunden helfen, sich selbst zu verstehen. Denn oft, obwohl so Brandkerne definiert sind, wissen die Kunden gar nicht, was das heißt. Also die haben das zwar gelesen, aber sie können es nicht nachvollziehen. Und das Dritte ist, dass man gemeinsam versteht, welche Schritte man unternehmen muss, um dann sozusagen dem Endkunden klarzumachen, was macht mich besonders, wieso bin ich außergewöhnlich, warum sollte ich jetzt für dieses Brand einen besonderen Platz in meinem Leben einräumen. Und das ist ein guter alter Freund von mir, der Simon Peterson, der hat das so formuliert und da gibt es nicht viel zu ändern, deshalb nehmen wir das jetzt so, wie es ist. Great brands are driven by simple and meaningful ideas and memorable identities, die diese Ideen unterstützen. Und hier bei Simple und Meaningful, da haben wir das Killer-Argument, warum sollte eine Person einem Brand einen besonderen Platz in ihrem Leben einräumen. Brands need to be authentic, to communicate honestly, to be trusted, to be successful. So wie ich vorhin gesagt habe, authentisch, denn nur das garantiert im Prinzip eine lange und eine gute Relationship. Das ist entwickelt von Michael Wolff, von Wolff Ullens, der eben auch mit dem Simon zusammengearbeitet hat. Und da lese ich jetzt meine Lieblings-4 Punkte vor. Also erstens, unique spirit. Every brand needs to express its own unique spirit, quality and character in its way of being and doing. Zweite, honesty and authenticity. Most of us are attracted to honesty and authenticity. Und viertens, if you are not clear why your business needs to be there and what makes it different, your customers won't be either. Das ist das Killer-Argument. Ja. Was ist das Besondere, das Außergewöhnliche? Ja. Und dann, the whole is greater than the sum of the parts. Und parts are not just parts. Each part is the whole. Und das bringt mich zu dem Modell, mit dem ich arbeite. Das reiße ich nur kurz an, weil das ist sehr theoretisch. Auf den ersten Blick, dahinter stecken ganz viele Prozesse, an denen Designer beteiligt sind, obwohl jetzt hier in einer Ecke Design steht und auch das Design im klassischen Sinn meint, ist jedes von diesen Dingen ein ganz menschenzentriertes Thema, was eben auch mit Designmitteln umgesetzt werden muss. Ja. Das ist so ein Holistic Branding Model von Schmidt-Ludlow, das ist so ein Brand-Kosmos, also das stellt praktisch ein Brand in seiner Ganzheit dar. Das kann man benutzen, um Brands zu erfassen. Wer sind die? Man kann es aber auch so benutzen, um das zu entwickeln. Und das zeige ich mal ganz kurz. Was man tun muss, die Kunden kommen oft mit, ich brauche ein Brand oder ich brauche dies und jenes. Aber ganz oft ist es eigentlich gar nicht das, was sie brauchen. Das heißt, gehen wir immer erstmal einen Schritt zurück und sagen, was für ein Problem willst du denn damit lösen? Also, was ist das Problem? Welche Möglichkeiten ergeben sich? Probleme sind doof, aber vielleicht ist es jetzt mal ganz gut, sich in irgendeine Richtung zu bewegen. Dann schaut man mal an, diese ganzen 6 verschiedenen Bereiche. Also ich gehe jetzt nicht darauf ein, was dahinter steckt. Außer jetzt zum Beispiel hier, vielleicht ist so die Historie und auch die Atmosphäre in der Firma, das ist ganz stark, sind die Mitarbeiter, zum Beispiel Behavior, wie verhalten wir uns gegenüber dem Kunden oder auch der Umwelt, spielt Umweltschutz eine Rolle, welche Products und welche Services haben wir, welche Ranges, welche Märkte, auf welchen Märkten sind wir unterwegs, wie sehen wir aus, auf welchen Kanälen kommunizieren wir. Und das scannt man dann
man kann es sehr kompliziert oder sehr detailliert machen. Man kann aber auch in einem Workshop einfach fragen, ein paar Wörter, die das versuchen zu beschreiben, wenn man das schneller machen möchte. Aber der Punkt ist, dass man das nimmt und es in den Kern zieht und dort die Vision, die Mission und die Values der Firma definiert. Und da eben auch ganz wichtig, was macht uns anders, was hebt uns von den anderen ab? Und was haben die Kunden davon, wenn sie mit uns zusammenarbeiten? Und ganz zum Schluss, ja genau, das ist hier im Kern. Und dann, das hier ist eben auch das Killer-Argument. Warum sollten jetzt Leute mich besonders außergewöhnlich finden? Was haben die davon? Warum sollten sie für mich einen extra Platz in ihrem Leben einräumen? Wenn man das definiert hat, sehr viele Agenturen benutzen die gleichen Wörter, aber in einem anderen Kontext. Das ist so, wie wir das machen. Dann nimmt man diese Erkenntnis und versucht sie wieder in die Areas rauszutragen, um die dann zu definieren und zu schärfen. Und so entsteht dann ein Brand, was in seiner Einheit zusammenpasst, kongruent ist. Ja. Basierend auf dem Killer-Argument. Und das sind jetzt so die Hauptfokus-Areas von Design Affairs, die wir meistens miteinander verknüpfen und wo wir zu Hause sind. Und natürlich ist in jedem Bereich, haben wir auch Mitarbeiter, auch durch Accenture, die eben auch unterstützen können. Aber nochmal hier ganz konkret, überall steckt Design drin. Also ich mache jetzt nicht mehr jeden Tag Grafikdesign, aber ich designe jeden Tag Prozesse, entwickle Ideen, überlege, welche Innovationen passen zu dem Markenkern, wie kann die Firma relevant sein bei ihren Zielgruppen, was sind die Zielgruppen und so weiter. Und das ist jetzt zum Beispiel für ein Projekt, obwohl jetzt da unten so ein Business Unit so ein neues Produkt hat, referenziert jetzt doch tatsächlich dieser Punkt auf das Killer-Argument von der Firma. Die sind nämlich echt eng miteinander vernetzt und die Messages, die dahinter stecken, müssen eben auch kombiniert sein und kongruent sein, um auch die Strahlkraft zu haben. Und wie das in der Praxis aussieht, das ist leider sehr verschwommen, ich kann es nicht besser zeigen. Also für einen Kunden haben wir dann tatsächlich nach diesem Brand Wheel die ganzen Informationen aufgeklebt und das Projekt ging insgesamt 6 Monate, aber in den ersten 3 Stunden wurde eigentlich nach dieser Sortierung alle wichtigen Dinge schon gesagt. Das war ganz faszinierend. Und wie man bei dem Bild vorne dran gesehen hat, also wahnsinnig viel hängt eben von dem ab, was in der Mitte ist. Und also eine Übung oder ein Workshop, den wir machen mit unseren Kunden, also den liebe ich sehr, um denen eben klar zu machen, wie sie eigentlich sind und auch vor allen Dingen, dass jeder von denen, die dann später eine Entscheidung treffen muss, sich auch klar und einig sind, wie jeder das empfindet. Und das ist eben einer meiner Lieblingsübungen. Und zwar fragt man dann das Management Board in dem Fall, sie sollen den Gegenstand mitbringen, von dem sie glauben, dass er beschreibt für sie, wie die Firma ist. Und hat ein Director eine Orange mitgebracht und hat gesagt, das ist perfekte Form, sie ist stabil und so. Und wenn ich dann mit ihr interagiere und sie öffne, dann ist sie unglaublich saftig und dann merke ich eigentlich erst, wie toll die wirklich ist. Und hier diesen G-String, den hat eine Direktorin mitgebracht. Und zwar ihr sehr wichtig auch zu sagen, dass der in Blau ist, weil das Blau die sehr traditionelle Farbe ist und sie ihn auch bei Marks & Spencer gekauft hat, ein sehr traditionelles Unternehmen. Und sie meinte, wir sind total sexy auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben halt auch sehr traditionell. Und ich fand das wahnsinnig schön. Und das ist jetzt noch eine zweite, also das ist jetzt quasi diese Bildebene, von der ich vorhin gesprochen habe, wie man so bildlich, metaphorisch arbeitet mit Kunden, um Identität zu definieren. Man könnte es aber auch so machen, das ist auch sehr interessant. Das ist ein Tool, was jetzt im Moment noch leer ist, so 3 verschiedene Ausprägungen hat. Also da unten in der Ecke ist Challenge, das ist so frech und in your face und so ein bisschen rotzig. Und das obere ist so nicht konservativ, aber konservierend und eher zurückhaltend, traditionell. Und das andere Experience, das ist so Erfahrung, Schönheit, Enjoyment. Und dann hatten wir für einen Kunden
Haben wir, genau, hier sieht man es. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Footprint, ein Simo Pro heißt das Tool, Footprint von Lamborghini. Das ist da unten in your face und so, ja, ein bisschen frech. Und Honda zum Beispiel ist eben viel traditioneller und viel ja, konservativer in dem Sinne, hat aber schon auch dieses Experience, natürlich, weil es sich um Autos handelt, da überschneiden sie sich quasi, aber trotzdem sieht man, dass sie von ihrem Charakter sehr unterschiedlich ist und es hilft eben auch da, Kunden zu visualisieren und festzustellen, wie seid ihr, lasst es uns mal vergleichen. Und da gibt es eben so einen Fragebogen, der elektronisch ausgefüllt werden kann innerhalb von 3 Minuten. Sehr intuitiv soll das funktionieren. Und das ist ein Footprint, das möchte ich zeigen, weil wir den Workshop mit dem Kunden gemacht haben, der so gesagt hat, ja, natürlich wissen wir, wer wir sind. Ja, wir kennen alle den Markenkern. Und da haben wir das für uns im Team, 7 Leute, ausgefüllt mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Diese Firma kennt jeder hier im Raum. Und dann habe ich das hingehängt und dann hatten wir dem Management Board eben auch den Fragebogen vorab geschickt und die haben es dann so ausgefüllt. Ja, und dann haben sie, sind sie schon sehr nachdenklich geworden. Es ist halt blöd, wenn man sich bei vielen Dingen nicht einig ist und gemeinsam strategische Entscheidungen zum Thema Innovation treffen soll. Also da ist Arbeit. Da macht man mit denen so ein paar Identity-Workshops und am Abend wiederholt man das nochmal und hat dann hoffentlich ein Bild. Und jetzt bin ich fast am Schluss. Ah ja, genau, das ist noch, auch noch sehr wichtig. Jetzt ist es sehr theoretisch, aber ich möchte einfach zeigen, wie eben diese Theorie zusammen mit dieser bildlichen Praxis funktioniert. Wir benutzen diesen Footprint auch gerne mit diesem Tool, Design Style Observation. Und zwar sieht man in jedem von diesen Plakaten ist in der Ecke so ein charakteristischer Footprint und das sind Designbeispiele für Kunden, aber auch für uns, wo man dann sagen kann, okay, Identität, ich bin so, aber was bedeutet das denn visuell oder im Produkt oder auch in meinem Verhalten? Wie interpretiere ich Prozesse aus meinem Verhalten heraus? Ja. Und in diesem ganzen Kosmos haben eben sehr viele unterschiedliche Tools, das ist einfach nur ein Beispiel. Und das ist so jetzt die letzte Message, denn in diesem, sage ich jetzt mal, in dieser Kombination mit einer Beratungsfirma und dann Designer, da wird man als Designer schon oft mal belächelt. Und vor einiger Zeit habe ich eine Dokumentation gesehen, wie Einstein die Relativitätstheorie gefunden hat. Und zwar, der war natürlich kein schlechter Mathematiker, aber brillant war er da nicht. Aber was er sehr gut, was ihn ausgezeichnet und besonders gemacht hat, ist, der hat eine visuelle Vorstellung gehabt. Das heißt, der war wahnsinnig neugierig und hat diese ganzen physikalischen Gesetze vor sich gehabt und hat gesagt, ja, aber was bedeutet das denn? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Und der hat sich das vorgestellt und dann gemerkt, dass in seinem Bild was nicht stimmen kann. Ja, wenn er das visualisiert, das stimmt was im Bild nicht. Und dann kam er da drauf und dann hat es sehr lange gedauert, bis er es beweisen konnte. Dafür brauchte er dann die Mathematik und auch hier, und ich finde das so schön, ja, dass eben dieses visuelle, bildliche, die Imagination in Kombination mit so Tools, die das einfach versuchen, ein Stück weit auch messbar zu machen, einfach total viel bringen, um einen Kern zu definieren, mit dem man dann zielgerichtet tolle Dinge tun kann. Das ist das Ende der Reise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.